Yo, ich bin ein Profi. Den Profi nur mit B, so wie Brody. Creevy hat, ist mir vorgeschlagen, hat auch gesagt, dass ich da scheinbar auch vorkomme. Ich bin gespannt. Und sah meine Videos, so entstehen meine Animationen, Shot-Animationen. Creevy hat ja auch diese coole Serie gemacht. Also zwei Folgen sind bisher da draußen. Ich sag schon Serie dazu, weil ich denke, es kommen vielleicht noch mehrere Folgen. Von Knipsi. Und die fanden wir cool, die haben wir uns auch alle angeschaut. Und deswegen schauen wir uns mal hier das neue Video an. Kam heute frisch online. Let's go! Schön, dass ihr bis zu dieser Stelle geschaut habt. Lasst doch gerne eine Bewertung da. Wow, ich habe so lange geschafft. So lange ausgehalten, das Video. Gut, Bewertung lasse ich da, hier. das scheint was durcheinander gekommen zu sein. Ah, moin Leute. Ich habe in letzter Zeit immer wieder in den Kommentaren gelesen, dass euch interessiert, wie ich eigentlich meinen Animationsstuff mache. Gerne. Darum gibt es jetzt ein kleines Video dazu. Ja. Keine Sorge, das hier wird kein richtiges Tutorial, sondern eher so ein, naja, schaut einfach. Okay. Sagen wir, ihr wollt mit euren eigenen Animationsvideos durchstarten. Viele Sachen braucht ihr dafür nicht. Neben einem PC bzw. Laptop natürlich, braucht ihr je nach Art der Animation drei Programme. Ein Programm, mit dem ihr zeichnet, ein Programm, mit dem ihr schneidet und ein Programm, mit dem ihr eure Stimme aufnehmt. Für alle Arten gibt es gute, kostenlose Varianten, mit denen ich auch einige Zeit gut zurechtgekommen bin und es zum Teil immer noch tue. Das einzige, wofür ihr eventuell etwas in die Tasche greifen müsst, ist ein Grafiktablet. Und ein Mikrofon vielleicht noch. Lasst die Maus es gar nicht an. Lasst es einfach. Oder ihr... Oh, ich find's auch richtig schwierig mit Tablet zu zeichnen, finde ich voll schwer. Weil wenn du bei meinem Stift machst, ich kann eh nichts zeichnen, so oder so schon mal nicht, aber wenn ist ungewohnt, wenn du mit Stift zeichnest, hast du ja direkt Stift und direkt das Ergebnis auf dem Blatt. Wenn du im Tablet zeichnest, oder jetzt einen ohne Display, dann peilst du ja was und das Ergebnis siehst du auf dem PC vor dir. Das ist so merkwürdig, aber ich kann so oder so nicht zeichnen, also bin ich da raus. Oh Mann. Endet wie MarioFan888 mit seinem Versuch, Yoshi zu zeichnen. Ja, genau wie ich auch machen, ja. Und der zeichnet schon besser als ich, ne? Eigentlich schon tausendmal besser als ich. Ja, genau so. Jedenfalls müsst ihr euch vor allem zu Beginn noch kein teures 500-Euro-Grafik-Tablet kaufen. Bringt euch eh nichts, wenn ihr es wie ich nach einem halben Jahr schon direkt zerkratzt habt. Oh, jo. Die Stelle in der Mitte ist inzwischen schon so rau, dass ich gefühlt jedes Mal ein Erdbeben auslöse, wenn ich mit dem Stift darüber komme. Will man animieren, sollte man zumindest ein ganz klein wenig zeichnen können. Ich weiß noch bei meiner letzten Animation, als ich nach Unterstützung für Raumschiffzeichnungen auf Twitter gefragt hatte. Ich habe Zeichnungen wie diese bekommen. Ich habe aber auch Zeichnungen wie diese bekommen. Das ist ja schrecklich, sagt er jetzt. Ich finde, das rechts wäre auch was von mir gewesen. Ich habe ja früher auch ganz früher mal so 3D-Animationen gemacht, oh mein Gott. Da wollte ich auch durchstarten. Ich habe auch tatsächlich mal ein Raumschiff gemacht. Aber ich gucke, ob ich das finde. Aber dieses Raumschiff, boah, sollte das ursprünglich eigentlich ein Auto werden. Und weil ich es aber verkackt habe im Animieren, habe ich das als Raumschiff gemacht. Ich dachte so, oh, sieht aus wie ein Raumschiff. Mache ich es einfach, als wäre es ein Raumschiff geworden. So. Guck mal, ob ich das finde. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt noch auf dem Kanal habe. Das ist eine ganz alte Playlist. Das heißt irgendwie Brody's Oldies. Die ist, glaube ich, ganz weit hinten. Ah, da, Brody's Oldies. So, ist es da jetzt drin? Mein Film, mein Animationsfilm, mein Minecraft-Film, mein erster Kinofilm. Da ist es, Future Car. Da ist es sogar noch. 155 Aufrufe. Hier habe ich so einen Film gemacht. Ey, da sieht man immer das Auto, warte. Future Car. So ein Trailer so. Das ist keine Copyright-Musik, deswegen mache ich Musik lieber aus. Aber hier habe ich dann so eine geile Kamerafahrt gemacht und so. Hier. Das war ich. Mit 19 oder so habe ich das gemacht, ey. Nee, früher sogar noch, glaube ich. Mit 16, ich habe für Ausbildung geworben, stimmt, ja. Das soll eigentlich ein Auto werden. Aber dezent verkackt, dann keinen Bock mehr gehabt. Mach ich ein Raumschiff draus, Oder drei Dislikes, was soll das? Ach man, ey. So cringe. Und hier dieses Schloss noch hier so ganz schlecht, weil der Kanalname Broadcast. Ey, so mega wack. Aber ja, das habe ich früher gemacht. Sieht aus wie ein Zug. Ja, ja, ja. Genau, deswegen fühle ich das hier rechts auf jeden Fall sehr. Das ist furchtbar.
Einer der beiden Personen würde ich das Animieren abraten. Ich würde mich allerdings auch nicht als sehr guten Zeichner sehen. Stimmt's, Brody? Auch wenn es Paint ist, oder wenn es auf Fotos ist, egal was im Programm ist, es ist trotzdem mega viel Arbeit, auch wenn es halt so ein bisschen billiger aussieht. Ist okay. Oh nein! Och Mann, ey. So war das gar nicht gemeint. So war das, ich hab dir so oft in Videos gesagt, meine Reaktion, dass ich ultra feier und ultra Respekt dafür habe, was du für eine Arbeit reingesteckt hast. So war das gar nicht gemeint. Ich wollte nur. Ich hoffe, es hat jeder verstanden, wie es meinte, oder? Weil es sieht jetzt nicht aus wie, keine Ahnung, Gravity Falls oder sowas. Natürlich, klar. Sieht es so aus. Und jetzt sieht es aus, als würde ich ihn voll mobben oder sowas, ey. Ich mach kein Fake News draus. Ja, ich merk's. Aber ich hoffe, dass du weißt, dass es nicht so gemeint war. Wirklich, ich finde deine Arbeit richtig krass. Und ich habe einen größten Respekt davor. Ich könnte das niemals machen. Ja, also, das weißt du. Und Ach Mann, ey. Oh, Mann. Auch wenn es Paint ist. Das habe ich schon gesehen. Oder wenn es halt so ein bisschen billiger aussieht. Ist okay. Gehen wir davon aus, ihr könnt zeichnen und ihr habt all euer Zeug zusammen. Dann seid ihr an dem Punkt angekommen, an dem ich sehr oft hänge. Ihr braucht eine Idee. Und das kann oft sehr, sehr lange dauern. Obwohl, ich muss sagen, bei mir dauern Ideen nicht so lange. Aber die Umsetzung dauert bei mir immer so ein bisschen. Also auch mein Buch, wo ich geschrieben habe. Ich habe mein Buch innerhalb von wenigen Sekunden gefühlt im Kopf gehabt, wie ich es aufbauen will. Aber die Umsetzung, das Schreiben, das war dann ja so... Keinen Bock jetzt zu schreiben. So viele Sachen. Ich habe auch mal eine Serie geplant, eine Animationsserie geplant gehabt. Aber ich kann nicht zeichnen und ich habe kein Geld. Das sind schon mal zwei Sachen, die da schon mal fehlerhaft sind. So, ich habe mal drei Charaktere malen lassen, die ich nice finde und die ich auch schon ein Skript schon vorbereitet habe und alles Mögliche. Ich habe die Idee im Kopf, wie es aufgebaut werden soll. Aber habe ich sie gemacht bisher? Ich habe nur die drei Figuren. Das war's. Also, ja. Aber so unterscheiden sich die Geister, ne? Ja. Meistens gerade in meinem Bett. Es ist 1 Uhr morgens, bin kurz vorm Einschlafen und dann eine Schildkröte. Sie fliegt zu einem Planeten. Kenn ich, fühle ich. Soll ich meine Ideen aufschreiben? Ach, das kann bis morgen warten. Nein, aufschreiben sofort. Sofort aufschreiben. Sofort, wichtiger Fehler. Großer Fehler. Sofort aufschreiben. Verdammt. Ja. Die meisten Ideen... Habe ich auch oft. Oft nachts, wo ich mir Ideen bekomme und dann am nächsten Morgen vergessen habe wieder. Deswegen schreibe ich mir sofort auf aufs Handy. Ich habe auch so ein Notizding auf dem Handy, schreibe ich alles direkt rein, wenn ich es im Kopf habe. Fun Fact, mein Buch habe ich auch abends die Idee von bekommen. War ich 14 Jahre alt, lag im Bett in Kretzil und hatte auch so, Idee, habe sie dort aufgeschrieben. Ideen kommen dann, wenn ich mir irgendwelche Filme und Serien anschaue und dann auch so cool und heftig sein will. Hey Leute, ihr seht langsam etwas rot aus. Genau. Vielleicht solltet ihr Sonnencreme auftragen. Wir sind gerade angekommen. Oh, das tut mir leid. Da ist was durcheinander gekommen. Oh, den Joke muss ich auch mal bringen. Ich hoffe, niemandem wird es auffallen, wenn ich ihn jetzt klaue. Hat man dann nach ein paar Tagen sein Skript fertig geschrieben, fange ich mit dem Zeichnen an. Schlauer wäre es zwar, die Stimme aufzunehmen und zu schneiden, aber den Teil schiebe ich gern so weit wie möglich nach hinten. Geh mir aus dem Weg. Ich will hinaus in die Welt. Ich muss raus! Motivation ist auch ein großes Thema. Beim Animieren gibt es bei mir irgendwie zwei verschiedene Tage. Entweder ich sitze bis tief in die Nacht am Tablet und zeichne bis zu 8 Stunden am Stück. Oh, hier, Referenz zu, wie heißt es, Dreamworks, glaube ich, ne? Wo der Typ im Mondhock mangelt. Fühl ich auch so sehr, Ich brauche eine Pause. Ist der Clip fertig animiert, sieht das Ganze so aus. Für Teil 1 der Knirpsi-Animationsreihe wäre das wahrscheinlich noch gut genug gewesen. Da ich mich aber immer wieder verbessern will, packe ich inzwischen all meine Clips rüber in After Effects, wo ich dann sowas wie Bewegungsunschärfe, Licht und Schatten hinzufügen kann. Krass. Das macht die Clips einfach um einiges schöner, was man hier halt sehen kann. Leider sorgt das allerdings wieder dafür, dass Videos noch länger brauchen, bis sie fertig sind und nach einiger Zeit stiller... Hat er hier das Datum Nee, das ist... Achso, hat er schon das geleakt, wann es rauskommt? Juni 2022, an einem Samstag, der dritte Samstag im Juni, direkt einspeichern. Hey Siri, speichere den. Auf dem YouTube-Kanal mag mich der Algorithmus auch nicht mehr. Hier ist endlich mein neues Video, in das ich 400 Stunden Arbeit gesteckt habe und auf das ich extrem stolz bin. Mehr bist du, hab dich hier noch nie gesehen.
Niemand will dich sehen, geh weg. Würde ich weiter solche Videos machen, würde mir das wahrscheinlich finanziell das Genick brechen. Deshalb habe ich vor kurzem eine Patreon-Seite ins Leben gerufen, in der Hoffnung, auch den dritten Teil der Knirpsi-Animationsreihe umsetzen zu können, der irgendwann nächstes Jahr auch kommen soll. Denn Part 2 hat mir ganze 8 Euro eingebracht und auf der Gegenseite habe ich circa ein halbes Jahr Arbeit und mehrere hundert Euro für Programme und Synchronsprecher ausgegeben. Ja, geht da rein, Leute. Unterstützt Creevy, er macht echt geile Sachen. Und die werden bestimmt irgendwann auch im Kino ausgestrahlt. Ich bin da zuversichtlich. Nein, aber ich hoffe wirklich, dass das krass wird. Ich freue mich nicht auf Teil 3. Die ersten 2 Teile waren richtig krass. Und was soll ich noch sagen? Wenn du Hilfe brauchst, Creevy, ich kann gern mal einen Baum synchronisieren oder einen Wind oder so machen. Meine Synchronisationsfähigkeiten, wenn du einen lachenden Stein brauchst, ich bin gern ein Stein. So, was soll ich noch sagen? Ich vergessen. Achso, ich glaube auch regelmäßige Produktion ist da auch wichtig, dass man so wie jetzt zum Beispiel, sowas wie eine Entstehung von Animationen macht, solche kurzen Sketche so, um einfach beim Algorithmus mindestens einmal die Woche was rausbringen zu können, glaube ich. Dass auch nicht, dass der dritte Teil erst nächstes Jahr rauskommt, dass das dann untergeht, so. Das ist, glaube ich, sowas, was man tun sollte da. Ich brauche noch einen Sprecher für das nächste Video am Samstag. Vielleicht melde ich ihn nochmal. Nice, sehr gut. Ah, guck mal, machst du gerade dann jetzt wöchentlich ein Video. Okay. Ja, das ist ja gut. Das ist ja gut, sehr gut. Und gerne. Ich bin, wie gesagt, gerne ein lachender Stein oder was immer du suchst. So, weiter geht's. Finanzexperten würden jetzt wahrscheinlich sagen, dass das eher ein Minusgeschäft ist. Trotzdem möchte ich weiter solch aufwendige Videos für euch produzieren. Falls ihr also den ein oder anderen republikanischen Credit überhabt, könnt ihr ja gerne mal auf meiner Patreon-Seite vorbeischauen. Währung. Ich bin über jeden Support extrem dankbar. Deshalb soll auch sogar diese Woche noch eine kleine Mini-Animation kommen. Aber ja, das war's von meiner Seite aus. Macht's gut. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss. Und Green, was ich noch sagen kann, TikTok. Da gehen Sachen sehr gerne viral, die krass sind. Vielleicht auch mal überlegen, da so ein paar Szenen aus Knipsi oder so hochzuladen, wenn du es schon getan hast. Weiß nicht, ob du es schon getan hast. Aber kann ich dir auch empfehlen. Also, gute Sachen können auch viral gehen. Solche Sachen mit Unge oder so hochladen oder sowas, keine Ahnung. Der war ja auch im ersten Teil, glaube ich, dabei. Ja. Yes. Und Death Note direkt, Alter. Sehr cool, erstmal alle sterben, cool. Wenn ich. Leute! Macht bei Creevy das Patreon rein, dann werdet ihr auch den nächsten Herzinfarkt sterben. Sehr gut. Es gibt viele Kanäle, die meine Sachen da klauen. Ja, gut, deswegen lieber selbst posten vielleicht. Dann hast du die Kontrolle drüber. So. Aber das glaube ich dir, dass da viele Leute was klauen, ja. Ja. Aber gut. Ja, nice Video. Gerne mehr davon. Ich feiere das, wirklich. Ich mag deine Art. Ich mag das einfach, ja. Fio. Ich bin ein Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody.